Uns gibt es schon seit 1953. Insgesamt waren wir von 1956 bis 2006 in unserer Stammimmobilie in der Mainzer Straße 83 und haben dann 2006 die hiesigen Räumlichkeiten kaufen können. Von der Bausubstanz her sind wir von 1956 in eine Immobilie 1960 eingestiegen. Das heißt, da hat sich nicht wirklich viel erneuert. Aber wir haben damals gleich gemerkt, dass die Grundstruktur von dem Gebäude zwar sinnvoll ist, aber das, was hier raumtechnisch, Aufteilung energetisch mit drin ist, gar nicht mit dem aktuellen Standard mit entspricht. Und unsere Hauptintention war, mit Änderung des Standorts auch einen modernen Kfz-Betrieb mit hinzustellen. Das heißt, wir haben alles, was an Heizungstechnik drin war, komplett rausgeworfen, haben den alten Laden, gerade den gesamten Werkstatt- und Kundendienstbereich, komplett in eine Wärmedämmung, Wärmeisolierung eingepackt, haben die Heizungstechnik für Kundenzentrum auf Niedrigtemperatur, Fußbodenheizung umgestellt, plus natürlich eine Klimalüftungsanlage für den Sommerbereich, die auch dann im Winter mit Wärmerückgewinnung, Luft-Luft-Wärmerückgewinnung uns hier ein angenehmes Klima mit reinmacht, die auch dann von der Effizienz besser ist, als wenn wir die neuen Brennwerttechnik-Geräte, die wir im Keller haben, mit einsetzen. Wir haben uns von der Warmluftheizung im gesamten Werkstattbetrieb komplett getrennt auf eine Dunkelstrahlerheizung, weil wir hier gemerkt haben, dass wir mit den Dunkelstrahlern gerade im kalten Bereich mit einer niedrigen Raumtemperatur halten können, aber die Arbeitsplätze von den Mitarbeitern schnell angenehm warm sind. Oder auch wirklich in Kellerbereichen, wie wir gemerkt haben, die nicht viel benutzt wird, Lichtschalter rauswerfen und nur noch Bewegungsmelder reinmachen. Dann vergessen es die Leute einfach nicht, denn wenn sie draußen sind aus dem Raum, geht das Licht wieder aus. Wir haben noch etliche Dachflächen, die sich für Photovoltaiknutzung sehr eignen. Da muss aber vorher noch eine Wärmedämmung mit drauf, beziehungsweise wir haben auch so noch einiges, was von der Gebäudestruktur dabei zu isolieren und zu ändern ist. Wir hatten es drüben im Bürogebäude gehabt, das steht für nächstes Jahr mit an, dass hier so also eine komplette Außenisolation mitkommt, mit Rauswurf der wunderschönen Glasbausteine, die energietechnisch eine Katastrophe sind. Dabei dann einfach eine Anpassung an eine moderne Optik. Fensteranlage, alles, die haben wir schon gemacht. Dasselbe ist auch hier von der Ausstellungshalle. Hier gibt es immer noch vom Vorbesitzer etliche Einfachverglasungen, die dort zu ersetzen sind. Nachdem wir hier umgebaut hatten und positive Ergebnisse gesammelt hatten, Energiesparen ist sinnvoll möglich, man kann Geld damit sparen, keine zu großen Kosten haben, haben wir von einem in der Kundschaft befindlichen Unternehmen eine Umweltberatung bekommen. Und zwar nennt sich diese Umweltberatung F-Check und die zeigt an vielen Stellen die Effizienz auf, wo ist sinnvoll ein Sparpotenzial zu finden. Der F-Check geht über mehrere Tage und für uns als Unternehmen toll, die Kosten, die mit den Beratertagen verbunden sind, werden teilweise über das Umwelt- bzw. Wirtschaftsministerium gefördert. Und das sind Erfahrungen, wo ich selbst sagen muss, hier hätte sonst Kommissar Betriebsblindheit zugeschlagen. Alleine wäre uns das nicht so bewusst geworden und hätten wir Schwachpunkte nicht aufgedeckt. Kleinigkeiten kosten Geld, Kleinigkeiten bringen aber auch was. Insgesamt, weil eine größere Investition mit dabei war, wir haben unseren Fahrstuhl auch aus Sicherheitsgründen komplett umbauen müssen, lag die Gesamtinvestition jetzt bei 70.000 bis 80.000 Euro. Fahrstuhl abgezogen sind wir jetzt ca. bei 25.000 Euro und haben dadurch aber jedes Jahr sinkende Stromverbrauchskosten hier im Unternehmen. Aus meiner Sicht macht es absolut Sinn, mit professioneller Hilfe seinen Betrieb zu durchleuchten. Es sind so viele Kleinigkeiten und Schwachstellen und wenn man die sinnvoll aufdeckt, richtig angeht, rechnet sich das schon nach mehreren Monaten. Ich habe daran den Glauben verloren, dass Strompreise irgendwann mal sinken werden oder Energiekosten nach unten gehen. Das Einzige, was wir machen können, ist, unsere Betriebe effizient aufzuzeigen, aufzustellen, um auch zukünftig wettbewerbsfähig zu sein.